endlich wieder mit Teil 8 meines Hochzeitsblogs. Ich bin aktuell genau 103 Tage vor meiner Hochzeit. Das weiß ich so genau, weil ich eine App habe, sowohl auf meinem Handy als auch auf meinem Tab. Ich zeige euch das mal gerade. Das ist übrigens mein Startseitenscreen oder mein, wie sagt man, Sperrbildschirm. Auch mit einer sehr hübschen Braut. Und hier an der Seite ist mein kleines Widget, das sagt noch 103 Tage bis zur Hochzeit. Ja, das ist übrigens auch Carrie Bradshaw, die ihr hier seht, mit aus dem Film Sex and the City. Mit einem, ich glaube, das ist das Hochzeitskleid, was sie nachher hat, dann als sie versucht, Mr. Big zu heiraten. Naja, anyway, das war ein bisschen off-topic. Also, ja, wie sieht's aus? Die Spannung steigt, so insgesamt, bei mir jedenfalls. Die Freude nimmt zu. Ich hätte jetzt schon Bock zu heiraten, muss ich sagen. Letzte Woche haben wir in Klammern meine Trauzeugin, mein Verlobter und ich, Torte getestet. Und zwar haben wir kleine Muffins abgeholt von unserer Konditorin und die waren gefüllt. Dazu habe ich euch ein kleines Video mitgeschnitten vom Live-Test, das seht ihr jetzt. So, hier haben wir unsere tollen Test-Muffins. Sorry für die Videoqualität, ist ein bisschen dunkel. Ich habe das einfach mal so mitgefilmt, als wir kurz davor waren, die Dinger zu verspeisen. Ja, hübsch angerichtet mit so einer Muffin-Hülle. Ganz liebevoll gemacht von der netten Konditorin. Ja, wir haben uns dafür entschieden, die Testobjekte erstmal fein säuberlich von der Hülle zu trennen. Die Finger, die ihr hier seht, gehören zu meiner liebenswerten Trauzeugin. Anschließend haben wir dann die Testobjekte halbiert, um einfach mal zu schauen, wie die Füllung denn in den Muffins nun drapiert ist. Dieses hier ist die Variante mit Walnuss, Karamell und Krokant. Die Füllung ist jeweils nur oben eingefüllt ins Muffin und der Rest ist eben dann so Teig. Jetzt geht es weiter mit der türkisen Variante. Ja, was soll ich sagen? Die haben natürlich lecker geduftet allein schon, waren von der Qualität her wirklich sehr fluffig. Der Teig war prima. In echt wird die Torte natürlich anders drapiert, was Füllung und Teig angeht, aber die Konditorin wollte uns jetzt einfach mal die Masse vom Geschmack her präsentieren. Darum ist es wohl schon ganz gut geeignet, muss ich sagen. Hat auch wirklich gut geklappt. Das hier ist die andere Variante mit Himbeer, weißer Schokolade und Vanille. Ja, entschuldigt nochmal die Qualität des Films, aber das war halt auf die Schnelle einfach mal so mitgefilmt. Ja, ich denke, wir werden beide Varianten nehmen. Das ist jetzt auch kein großes Geheimnis. Wir haben zwei Etagen der Torte, die mit Füllung sein werden. Und die eine wird definitiv die Füllung mit Himbeer, Vanille und weißer Schokolade sein. Die war eigentlich perfekt, so wie sie war. Die andere Variante, die wir getestet haben mit dem Walnusskaramell und Krokant, die fanden wir jetzt noch nicht so ganz optimal abgestimmt. Die war sehr süß, denn ich kenne das so, wenn man die Hochzeitstorte wirklich erst um Mitternacht anschneidet, dann haben die meisten Gäste ja schon gut gegessen. Einige haben auch schon getrunken oder viel getrunken und hatten schon Nachtisch. Die sind also schon sehr gesättigt. Und ich glaube, so eine schwere, süße Kuchenvariante kommt da grundsätzlich nicht so gut an. Deshalb, die werden wir vielleicht noch ein bisschen oder mit Sicherheit noch ein bisschen optimieren. Die Konditorin hat da uns freien Raum gegeben und hat auch schon gesagt, dass sie da gerne gesprächsbereit ist. Ja, das war das. Außerdem waren wir, mein Verlobter und ich, gestern mit dem Fahrrad unterwegs und das seht ihr jetzt.
Wir waren am Rhein unterwegs und haben mal unsere Mittagslocation abfotografiert, die Schnellenburg. Die gibt es schon seit 1986 in Düsseldorf. Und meine Trauzeugin hat hier schon ihre eigene Taufe gefeiert, was natürlich super ist. Ein etabliertes Restaurant also in Düsseldorf. Gut, man muss sich das jetzt mit blauem Himmel vorstellen, ein bisschen Sonne und dann lacht auch das Herz von Braut, Bräutigam und ihren Gästen zum Mittagessen. Ja, das war halt eine kleine Tour am Rhein. Ich hoffe, dass unsere Mittagslocation den ausgewählten, eingeladenen Gästen gefällt. Wir werden nicht alle zum Mittagessen einladen, einfach aus dem Grund, weil das natürlich zu teuer wäre. Und zum anderen stelle ich mir das auch einfach ganz schön vor, wenn man mittags mal ganz kurz zur Ruhe kommt, einmal mit dem engeren Kreis Mittagessen genießen kann und bevor es dann weitergeht mit Programmpunkten wie Shooting oder weiß ich, was da alles noch kommt. Ja, was passiert jetzt noch? Nächste Woche wird deutlich interessanter. Nächste Woche treffen wir uns mit unserem Fotografen, finally. Da freue ich mich schon sehr drauf. Das wird, glaube ich, ein ganz interessantes Gespräch mit ihm. Ich kenne ihn ja schon von einer anderen Hochzeit. Und jetzt lernen wir uns nochmal persönlich kennen. Und dann am Samstag werden wir uns mit unseren Floristen auseinandersetzen. Sprich, treffen uns dann, haben schon einen Termin vereinbart jetzt für nächste Woche Samstag. Und wir haben schon relativ klare Vorstellungen, wie wir unseren Hochzeitssaal schmücken wollen. Ja, da werden wir, glaube ich, nicht unbedingt kleckern mit Blumendeko. Aber da möchte ich jetzt noch nicht zu viel verraten. Ja, und ansonsten, was könnt ihr hier erwarten? Ich habe gesehen, ich habe ein paar Abonnenten dazu bekommen. Das finde ich natürlich super. Herzlich willkommen an dieser Stelle. Ich bin gerne bereit, auf Wünsche einzugehen, was ihr von mir sehen wollt, außerhalb der Hochzeitsgeschichten. Ich versuche möglichst nicht, irgendwen zu kopieren oder irgendwas auf irgendeinen Zug aufzuspringen, den es schon gibt. Also ja, Favoritenvideos werde ich, denke ich, weiterhin auch machen, ab und zu, wenn ich wirkliche Favoriten habe. Aber ansonsten werde ich jetzt nicht irgendwie in Richtung Beauty-Guru abrutschen, weil das einfach nicht meine Kernkompetenz ist und das können andere wesentlich besser. Ansonsten, wie gesagt, ne, wenn ihr Ideen habt, dann immer her damit. Was ich auf jeden Fall noch machen möchte, ist ein kleines Video zum Thema Ballenpolster, Fußballenpolster. Das habe ich euch jetzt ja schon zum x-ten Mal versprochen. Wir waren gestern nochmal in der Tanzstunde und da bin ich, glaube ich, zu einem finalen Ergebnis gekommen, welches Ballenpolster ich für meine Brautschuhe nutzen möchte. Und was wollte ich noch machen? Ja, nochmal was zum Thema Checklisten, weil wo es jetzt auf die unter 100 Tage zugeht, habe ich mir überlegt, ist es vielleicht doch nicht ganz verkehrt, mal so ein paar Checklisten durchzuschauen. Ich habe ja einen ganzen Haufen von Hochzeitszeitschriften, aber auch Büchern hier rumliegen und ich glaube, da werde ich mal für mich raussuchen, welche Checklisten ich für sinnvoll erachte und welche ich mir vielleicht sparen kann. Dazu wollte ich euch nochmal ein Video machen, um da mal so ein bisschen abzudaten, was ich alles so nach abarbeiten möchte, jetzt, wenn es dann auf die 90, 99 Tage zugeht. Eine gute Freundin von mir heiratet in genau 6 Wochen. Woo, Becky! Ich kann es nicht fassen, die Zeit rast. Und ich glaube, sie und ich, wir freuen uns beide jeweils sehr auf unsere Hochzeiten. Und ja, ich glaube, wie gesagt, die Freude und die Anspannung steigen jetzt so kontinuierlich. Ich weiß auch nicht, ob es hilfreich ist, wenn ich auf meinem Handy und meinem Tablet einen Countdown habe, der mir das jeden Tag vor Augen hält. Aber andererseits ist es ja auch ganz lustig und ich habe sehr viel Unterstützung von allen Seiten, von daher halb so wild. Ja,
wie gesagt, wenn ihr Ideen habt, lasst sie mir da in den Kommentaren. Empfehlt mich gerne weiter. Gebt mir einen Daumen hoch, wenn euch das Video gefällt. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss!